zurück im Funkhaus an der Porta und es geht direkt zu den aktuellen Nachrichten. Gestern Nacht kam es zu einem erneuten Ausbruch aus der Justizvollzugsanstalt Trier. Der Flüchtige ist männlich, hat braune kurze Haare, ist 1,78 groß und trägt wohl dunkle Kleidung. Er brach zum wiederholten Male aus dem Gefängnis aus. Die Polizei rät zur Vorsicht und bittet Zeugen um Hinweise. Yo! Yo, Jake! Nee. Na, Pete! Sehr warm draußen. So ein scheiß Wetter heute. Moin, was geht? Bist du bereit? Wie immer. Ready. Ab geht der Jatz. Und alles gut? Ja, soweit. Du bist schon aufgeregt. Morgen bist du schon 20, Mann. Alter. Die Zeit vergeht so schnell. Ja, ne? Die biologische Uhr tickt. Jetzt geht's abwärts. Abwärts. Also, aber dieses Wochenende wird jetzt nochmal richtig schön geballert. Party gemacht. Oh, ich hoffe, ich habe alles dabei und nichts vergessen. Zur Not kannst du dir bei mir was ausleihen. Sehr gut. Oder bitte. Oh. So, ihr könnt schon mal hochgehen, eure Sachen ablegen, die Zimmer sind oben. Okay. Boah, das Haus ist echt schön. Mega schön. Scheiße. Warte, wir tauschen gerade. Perfekt, oh sorry. Soll ich noch auf Klus? Hält das? Das. Oh, Alter, ich gammel nicht aufs Bett. Alter, ich schwör in Mario Kart, ich bin einfach ein Gott, Alter. Ja, ich leider nicht, Digga. Ich häng schon da im Pilz. Bro, ich hab das Game, ich spiel das halt eigentlich fast jeden Tag so. Nice Lifestyle auf jeden Fall. Jo, ich bin raus, Kacke. Nice, alles Mike. Jo, habt ihr das gehört? Fuck, das war Lia. Oh mein Fuck. Gott, Leute. Lia! 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 Lia!
Jo, was geht? Habt ihr schon angefangen? Nee, wir haben noch nicht angefangen. Also Leute, wo sollen wir weitermachen? Wir könnten noch diesen einen Typen abchecken, der uns auf die Vermisstenanzeige geantwortet hat. Ja, stimmt. Der sagt ja, er hat jemanden gesehen, der aussieht wie Lia. Aber das sollten wir auf jeden Fall mal überprüfen, Leute. Ja, Leute, wir brauchen nicht jeden scheiß kleinen Hinweis. Ja, das stimmt. Ja. Das ist halt nur nicht, wo wir anfangen sollen, ganz im Ernst. Was wissen wir? Wir wissen, dass er aus Schweich kam und Lia wurde in Tier Nord entführt. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der direkt irgendwie, keine Ahnung, zurück zu Schweich oder in Trier Nord geblieben ist. Was wir jetzt halt noch gucken müssen, der Typ, wissen wir, wo der Typ, der uns geantwortet hat, wo der herkam? Ja, irgendwo aus Fallen. Okay. Trier Süd hatten wir doch an die Franzosenkasernen gedacht, oder? Und Trier West an so eine alte Lagerhalle. Wie weit ist das von dem, weißt du? Hast du eine Straße oder eine Hausnummer oder so? Ich glaube Franz-Georg-Straße 12. Ich muss noch mal in seiner Nachricht gleich gucken. Kannst du mal gucken, wie weit das von dieser Franzosenkaserne weg ist? 14 Minuten mit dem Auto, Leute. Okay. Das hört sich ja schaffbar an. Dann haben wir dann noch irgendwann die alte Lagerhalle, ne? Naja. Fuck, Leute, was ist, wenn er auch keine Hinweise hat? Wer weiß, was mit Lia passiert ist, ob die überhaupt noch lebt? Das ist aber unsere einzige Möglichkeit. Das ist ja das Problem. Ich glaube, es geht uns allen dabei nicht so sonderlich gut. Was ist, wenn wir sie nie mehr finden, Alter? Scheiße. Das ist viel zu viel für uns. Oh, warum hat der Typ uns das eigentlich nicht am Telefon gesagt? Keine Ahnung, der war schon die ganze Zeit super komisch und hat darauf bestanden, dass sie persönlich bei ihm vorbeikommen. Ja, er hat auf mich auch wirklich sehr paranoid gewirkt und ich glaube, wir sollten mal hin. Ich bin echt gespannt, was er uns erzählt. Apropos erzählen, wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen jetzt hier rechts runter. Ja, perfekt. Dann ist es ja kaum noch weit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich muss raus. Fuck. Leute, wir müssen hier verschwinden. Wir müssen hier weg. In der Franz-Georg-Straße 12 melden. Er ist tot, Mann! Komm, bitte, wir müssen gehen. Tot! Alter Leute, was war das gestern für eine kranke Scheiße? Es wird immer kranker und kranker. Passiert uns so eine Scheiße. Ich gewöhne mich schon langsam dran. Ja.
dass ihr es wart, die mich gestört haben. Aber das macht nichts. Ich bin euch nicht böse. Lasst uns doch spielen. Es macht Spaß zu spielen, oder nicht? Ja, ja, das macht es. Es macht mir so viel Spaß zu spielen. Mit Menschen lässt sich gut spielen. Sie sind so berechenbar und langweilig. Aber ihr wisst doch bestimmt, wie das ist. Vor dem Spielen war ich doch bestimmt auch langweilig. Ja, ja, das war's. Warum machen wir es denn nicht einfach spaßiger, das Spiel? Ihr müsst eure Freundin finden, falls sie noch lebt. Ja, ja, ihr müsst sie finden. Aber wer schummelt hat verloren. So ist das Spiel. Ja, ja. Eure erste Aufgabe. Ihr müsst was tun. Es gibt einen Verlierer. Er hat geschummelt. Also hat er verloren. So ist das Spiel. Und er hat verloren. Und somit muss er sich jetzt verabschieden. Ja, ja, so sind nun mal die Spielregeln. Es wird immer verrückter. Scheiße. Es fühlt sich an, als wären wir wieder bei Null. Als wären wir bei Null. Wir sind durch diese ganze Scheiße hier für nichts. Nichts. Es bringt nichts. Der Typ ist uns immer einen Schritt voraus. Yes. Wenigstens haben wir jetzt irgendeinen Hinweis. Was für ein Hinweis? Wir haben den Hinweis, dass der fucking gestört ist, der Typ. Was ist das für eine Scheiße? Wir sind 20 Jahre alt. Warum passiert uns so eine Scheiße? Wie sollen wir denn damit umgehen? Warum wir? Warum? Leute, ich habe gerade ein Bild bekommen. Was für ein Bild? Ist das der Typ, den er meinte, der geschummelt hat? Boah, Leute. Ich glaube, ich weiß sogar, wo das ist. Beim Palastgarten da links. Zoom mal raus. Warte, hier ist noch ein Bild. Ja, du hast recht. Da geht's doch rein. Stimmt, ja, das ist das. Hier sieht man sogar die Mauern vom Museum. Vom das ist da auf jeden Museum, Fall, Leute. Ja. Leute, wir müssen da sofort hin. Jetzt? Ja, jetzt. Ja, wer weiß, was da los ist. Ja, als ob das jetzt gewesen ist. Als ob wir da irgendwas finden. Jake, das ist der erste Hinweis, den wir haben. Wir müssen, okay, egal was es ist, das lass uns einfach hingehen. Leute, ich glaube, das macht einfach keinen Sinn. Ja. Was soll die Scheiße? Ja, Wir wollen nur reden. Hey Mann, wir brauchen nur deine Hilfe. Was für eine Hilfe, Alter? Unsere Freundin ist vor gut 2 Monaten verschwunden und du bist die einzige Hilfe, die wir haben. Und der Typ am Telefon hat uns gesagt, wir sollen dich umbringen. Aber keine Sorge, wir machen das nicht. Warum sollt ihr mich denn umbringen? Keine Ahnung, Mann. Du sagte, du hast geschummelt. Hat der Typ irgendwas von dem Spiel geredet? Ja, genau. Du kennst den? Ja, das ist richtig auf den Support. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Nee, Leute, sorry, ich bin da was. Was? Scheiße, was sollen wir denn jetzt machen? Wir sind jetzt echt am Arsch. Ja, hey Leute, wartet! Ich hab's mir anders überlegt. Ich werde euch doch helfen. Korrekt. Danke, Mann. Ich hoffe, alles geht gut, Leute. Ja. Immerhin haben wir heute voll Glück mit dem Wetter noch. Ja, das stimmt. Hey David, hast du die Bilder dabei? Okay, perfekt. Ja, danke. Gott sei Dank. Okay Leute, wie ist jetzt der Plan? Also, wir machen das jetzt so. Ihr beide geht zusammen in den Eingang. Charlie und ich gehen in den Eingang. Dann, wenn wir im Packhaus sind und ich den Typen sehe, gehe ich sofort zu ihm hin, gebe ihm die Bilder und versuche so viel wie möglich über Lia herauszufinden. Wichtig ist aber, dass wir die ganze Zeit in Kontakt bleiben. Über die Handys am besten, okay? Okay. Nicht, dass irgendwas passiert. Alles klar. Habt ihr alle verstanden? Ja. Alles klar. Let's go. Gespannt.
Okay, soll ich da hinten hin? Ja, okay, alles das ist klar. Hey, ich wollte mal kurz fragen, ob alles bei euch okay ist. Ja, bei uns ist alles okay. Ja, alles klar, bei uns auch. Perfekt, dann bis gleich. Tschö. Ja, das dauert jetzt schon echt lange. Ich glaube, ich muss ihn noch mal anrufen. Ja, bitte. Ich mache mir echt schon jetzt langsam Sorgen. Fuck, ich erreiche niemanden. Scheiße. Soll ich ihn noch mal anrufen? Ja, vielleicht versuchst du es besser noch. Fuck! Der hat Daisy! Scheiße, oh mein Gott! Fuck! Mann! Meine Leute, Daisy ist weg! Der Typ hat uns eben angerufen. Er hat sie. Ja, fuck, was auch nicht ist. Ich hab wirklich keine Ahnung, wir müssen sie suchen, aber ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann. Ich hab keine Ahnung mehr. Leute, wir sind in der Situation jetzt einmal schusslos ausgeliefert. Ja. Wir können, glaube ich, ehrlich gesagt, gerade nichts tun. Jo, wir können ja nicht einfach aufhören. Natürlich nicht. Eine Idee. Zwei unserer Freunde sind jetzt weg. Charlie, ich glaube, ich weiß, wo Daisy steckt. Daisy, whoa!
mich um ein Zeug. Hallo Freunde,